ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Utrichshausen engagiert und wir werden reden über Löschzwerge und den Dienst am Nächsten. Herzlich willkommen, Kerstin Burkhardt. Frau Burkhardt, erstmal vorab, wie kommt man als Frau, als Mädchen auf dem Land zur Freiwilligen Feuerwehr? Ich dachte, das war immer so eine Situation, dass man den Jungs sagt, also Fußball, nee, ist er nicht für geeignet, dann geht er zur Feuerwehr. Warum als Mädchen? Warum komme ich zur Feuerwehr? Mein Vater war schon bei der Feuerwehr und als ich 18 Jahre alt war, ist zu dem Zeitpunkt in Utrichshausen die Damenfeuerwehr gegründet worden. Und als Kind hatte ich immer ein bisschen Angst, wenn die Sirene ging und mein Vater dann wegspringen musste. Und dann hat man immer gedacht, hoffentlich passiert nichts. Und wenn man dann Feuer, irgendwas von Feuer gehört hat oder so, immer ein bisschen Angst gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Ich will mal gucken, wie das ist. Und ja, hat so viel Spaß gemacht, dass ich heute eigentlich auch noch bei der Feuerwehr bin und immer noch gern dabei bin, weil es ganz einfach ein schönes Gefühl ist, wenn man Menschen helfen kann. Jetzt muss man, für Großstädter muss man dann vielleicht sagen, ja, in den großen Städten, da gibt es natürlich überall die Berufsfeuerwehr, aber auf dem Land ist das anders. Ne? Da haben wir jetzt hier, ich glaube in Fulda gibt es eine Berufsfeuerwehr und drumherum ist dann alles freiwillig. Das sind alles freiwillige Feuerwehren, ja. Sie stammen aus einer richtigen Feuerwehrfamilie, glaube ich, ja? Nicht nur der Vater ist da infiziert von diesem Virus Feuerwehr? Nee, meine Mutter war bei der Feuerwehr, mein Bruder ist bei der Feuerwehr, ich, meine Nichte, mein Sohnemann, der Jüngste, obwohl das im Moment so ein bisschen schwierig ist, der ist 16, der orientiert sich gerade im Moment so ein bisschen anders, aber okay, vielleicht kriegt er die Kurve noch und bleibt dabei. Okay, Löschzwerge, Fruchtzwerge kennen wir, aber was sind Löschzwerge? Löschzwerge ist unsere Kinderfeuerwehr. Wie in vielen Vereinen hat auch die Feuerwehr Nachwuchsprobleme. Das ist eigentlich ganz schwierig, da jemanden zu also Nachwuchs zu gewinnen. Und da haben wir uns entschlossen, in 2009 eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Es gibt mittlerweile 16 oder 18 Stück im ganzen Landkreis Fulda. Und einfach um die 16 Kinder, oder 18 Kinder Kinderfeuerwehren. Allein im Landkreis Fulda. Ja. Okay. Es ist nämlich so, dass die Kinder mit 10 erst in die Jugendfeuerwehr eintreten können und bis dahin ja eigentlich schon in anderen Vereinen orientiert sind. Und um dem ein bisschen vorzugreifen, haben wir gesagt, denn in der Kinderfeuerwehr sind die Kinder von 6 bis 10 Jahren, haben wir gesagt, wir gründen eine Kinderfeuerwehr und probieren einfach mal aus, wie die Resonanz ist. Und die ist eigentlich riesengroß. Wir haben überhaupt keine Nachwuchsprobleme. Im Gegenteil, wir haben immer jedes Jahr neuen Zuwachs. Wir haben im Moment 16 Kinder. Das macht riesen Spaß. Ja, mal gucken, was draus wird. Aber was machen Sie mit denen? Stecken Sie da Autoreifen an? Die dürfen schon die löschen oder nee? Nein, es ist so, die Kinder dürfen keinen feuerwehrtechnischen Dienst machen in dem Alter. Das heißt, wir versuchen die spielerisch an die Feuerwehr ranzubringen. Wir machen mit denen Unterricht, wir machen mit denen Ausflüge, Spiele. Wir telefonieren mit denen, das heißt, wir üben mit denen das Telefonieren, wie sie sich verhalten im Notfall. Da haben wir so ein richtiges Telefon und dann können die mal sich einfach mal, ja, wie sie sich verhalten, wenn jetzt was passiert ist, wie sie telefonieren, wie sie richtig telefonieren, da ist auch einer am anderen Ende. Und wir haben auch schon demonstriert, was brennt, was nicht brennt, was im Kinderzimmer brennt, Legosteine und sowas alles. Da sind die Kinder mal ganz erstaunt, dass das doch alles brennen kann, was so im Kinderzimmer rumliegt. Und versuchen die halt eben, ja, zu sensibilisieren, was Feuer betrifft. Und mal ganz ehrlich, einmal im Jahr mit Blaulicht über den Feldweg, oder? Das kommt natürlich auch vor. Ja, das muss sein. Okay. Das muss sein, ja. Die streiten sich ja immer drum, wer vorne sitzen darf und wann fahren wir denn endlich mal wieder und wie das halt so ist bei Kindern. Ja, muss aber sein. Ja, muss sein. Okay. Kommen wir jetzt nochmal doch zu Ihnen und Sie sind ja nicht alleine. Also Damenfeuerwehr, Frauenfeuerwehr, wie heißt das offiziell? Damenfeuerwehr. Mittlerweile haben wir keine eigenständige Damenfeuerwehr, wir sind integriert in die aktive Abteilung. Ja, Sie haben ein paar Ihrer Kolleginnen mitgebracht, ja. Die sitzen da hinten irgendwo, vielleicht kann die Kamera Sie also mal einfangen, also da hinten am Tisch, jawohl. Gibt es typische Einsatzorte für Frauen bei der Feuerwehr? Nein, überhaupt nicht. Was machen Sie denn dann? All das, was die Männer auch machen. Konkret? Löschen, Autofahren, das große Autofahren, Menschen retten, Öl beseitigen auf der Straße, Kellerleerpumpen, all das, was dazugehört. Also ich stelle mir das jetzt gerade so ganz spannend vor. Jetzt komme ich natürlich mit typischen Rollenklischees, ne? Aber die Frau Burkhardt steht jetzt also irgendwo am Herd und kocht jetzt gerade das Mittagessen für den Nachwuchs und dann geht im Dorf die Sirene. Ja. Passiert wirklich so?
das passiert. Und dann? Ich meine, man sitzt ja nicht zu Hause und wartet, dass die Sirene geht. Man wird ja aus irgendeiner Alltagssituation rausgeholt. Und dann geht die Sirene und dann ist erstmal so eine Schrecksekunde und dann läuft da so ein Film ab und denkt, was muss ich jetzt erstmal alles gerade im Moment bedenken? Sind die Kinder unter, mein Ofen ausmachen, wann kommen die nach Hause, kann ich noch irgendwas organisieren? Kann ich überhaupt gehen? Ich kann ja eigentlich nur dann gehen, wenn wirklich alles zu Hause geregelt ist. Als Frau kann man ja, dann muss man schon sehen, dass die Kinder, wenn die von der Schule kommen, dass jemand zu Hause ist. Aber meistens, als die Kinder noch klein waren, war das so, dass dann das Telefon geklingelt hat und meine Mutter schon dran war und einfach nur gesagt hat, ich komme. Und dann wusste ich, ich kann dann gehen und dann, ja, dann muss ich gehen. Wie geht die Familie damit um, wenn dann alles zu Hause stehen und liegen bleibt? Gut, die sind das gewohnt. Die kennen das. Und bevor die sich dran gewöhnt hatten? Nee, ist ja die ganze Familie, ist ja vorher infiziert. Ich ziehe die Frage zurück, Frau Burkhardt, ich ziehe die zurück. Es sieht aber hinterher noch genauso aus, wie ich, wenn ich nach Hause komme. Da hat sich also nichts geändert. Nochmal zurück, Sie haben gesagt, Sie fahren das große Auto. Das heißt also wirklich, Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr ist für Männlein und Weiblein gleich? Das ist das Gleiche, ja. Also wir besuchen genauso die Lehrgänge, die Männer auch besuchen. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Das ist so. Der Verunfallte fragt nicht, ob ein Mann oder eine Frau vor ihm steht. Er will einfach nur geholfen bekommen und dann ist dem das egal. Das heißt, Sie haben sich dann so in Ihrer Freizeit hingesetzt und haben den LKW-Führerschein gemacht. Erzählen Sie. Mit meiner Kameradin zusammen haben wir letztes Jahr, wir haben ein neues Auto bekommen dieses Jahr. Die Feuerwehr? Die Feuerwehr. Und das ist ein Auto, das man nur mit dem Führerschein der Klasse C fahren kann. Das heißt also, dann muss der Führerschein eben nachgeholt werden, weil die meisten ja keinen LKW-Führerschein besitzen. Und da haben wir letztes Jahr den LKW-Führerschein gemacht. Ja, das war schon eine große Herausforderung, muss ich sagen. Für mich persönlich und ich denke für die Yvonne auch. Wir hatten aber einen guten Fahrlehrer, der schon sehr geduldig war. Wie lange haben Sie da für den Führerschein gebraucht? 3 Monate. Also 3 Monate, wo Sie dann Ihrem Mann gesagt haben, hey, ich habe mir heute Nacht fahren. So ungefähr, ja. 2-mal die Woche Theorie und dann eben noch die Fahrstunden. 20 Fahrstunden und halt eben noch Theorie. Erst so ein Aufbau und dann noch speziell LKW. Und der Lohn ist, dass Sie jetzt mit dem 18-Tonner durch die Gegend fahren. Ja, genau. Okay. Konkrete Einsätze. Sie haben eben gesagt, also da gibt es so Ölspur beseitigen, solche Sachen. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch die Situation, dass ein Brandmelder Fehlalarm schlägt oder was gibt es? Also diese typischen Brandeinsätze gibt es ja eigentlich gar nicht mehr überwiegend. So 80% der Einsätze, die wir fahren, ist eigentlich technische Hilfeleistung. Wir sind direkt an der Autobahn, an der A7. Und betreuen also den Teil von Eichenzell bis zur Grenzwaldbrücke, auf beiden Seiten, in beide Richtungen, Nord und Süd. Und dann sind eigentlich überwiegend Einsätze auf der Autobahn zu fahren. Das heißt, LKW, wenn ein Tank aufreißt, die Dieselleitung reißt oder halt eben Unfälle, Brände, was halt auch schon oft vorkommt. Das sind eigentlich die typischen oder die meisten Einsätze, die wir fahren. Brandeinsätze sind da ganz wenige dabei. Noch einen blöden Witz, bevor wir ernst werden, ganz ernst werden. Sie gehen aber nicht mit der Kluft dann also Nein. zu den Einsätzen. Das ist versicherungstechnisch und laut Unfallverhütungsvorschriften überhaupt nicht gestattet, weil man muss sich ja auch selber absichern, man muss ja für seine eigene Sicherheit sorgen und dann hat man schon seine Einsatzkleidung, die man dann anzieht. Und das ist jetzt die Ausgehuniform. Okay. Vielleicht doch nochmal, wenn Sie zu einem Einsatz gerufen werden, Sie wissen ja meistens, wenn das Telefon klingelt, noch gar nicht, um was es geht. Was geht dann in Ihrem Kopf los? Gibt es da irgendwie so ein bestimmtes Räderwerk, wenn Sie an den Einsatzort denken? Also es ist so, die Sirene geht und du bist eigentlich nur darauf bedacht, so schnell wie möglich am Gerätehaus zu sein, weil man hat ja eine Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten. Das heißt also, man muss innerhalb von 10 Minuten dann vor Ort sein. Und da muss man sich eigentlich nur beeilen, muss sehen, dass man sich schnellstmöglichst, wenn es nachts ist, anzieht und dann ins Gerätehaus und sich umzieht dort und so schnell wie möglich die Autos besetzt. Da natürlich geht einem da viel im Kopf rum, hoffentlich ist da jetzt nichts Schlimmes passiert und man kommt wieder gut nach Hause, denn das ist ja auch so eine Sache, es ist ja durchaus auch gefährlich, wenn man einen Einsatz auf der Autobahn hat. Ich habe jetzt heute gerade im Radio gehört, dass bei Nürnberg auf der Autobahn 2 Feuerwehrleute gestorben sind, die eine Unfallstelle abgesichert haben und da ein LKW ungebremst reingefahren ist. Die hatten also überhaupt keine Chance und das kann uns natürlich auch immer wieder passieren. Also da muss man schon mit rechnen. Also da muss man auch mit umgehen können, mit dem Gedanken, dass man eben auch, wenn man in einen Einsatz fährt, dass auch was passieren kann.
Sie haben gedanklich immer Ihre Großmutter bei sich, haben Sie ja im Vorgespräch erzählt. Ne? Ja, die hat früher immer gesagt, wenn wir irgendwo hingefahren sind, fahrt mit Gott. Und so ist das eigentlich bei mir heute noch, wenn wir irgendwo hinfahren oder wir fahren mit der Feuerwehr weg, dann denke ich schon, schicke ich schon mal so ein kleines Stoßgebet zum Himmel und denke, lass uns auch wieder gesund nach Hause kommen, lass nichts Schlimmes passiert sein, lass einfach alles gut gehen. Das ist mir schon wichtig. Also das heißt, wenn Sie zu einem Fehlalarm kommen, sind Sie nicht frustriert und sagen, oh shit, war nichts los, sondern dann sind Sie schon glücklich? Ja, man muss sich das so vorstellen, das ist ja eine Riesenanspannung. Ne? Also das Herz, das schlägt bis oben hin, wenn man dann zum Gerätehaus, man weiß ja nicht, was auf einem zukommt und man ist da wirklich sehr aufgeregt. Und ja, dann gehen einem so viele Sachen durch den Kopf. Und dann ist man eigentlich froh, wenn es dann heißt, es ist nur eine Ölspur oder nur ein Baum auf der Straße oder nur eine Brandmeldeanlage, die eben einfach nur angegangen ist und man kann wieder nach Hause fahren und ist in einer halben Stunde wieder zu Hause. Denn so Einsätze ziehen sich ja auch durchaus über 3-4 Stunden hin, wenn mal was Richtiges passiert ist. Aber leider gibt es nicht nur solche Einsätze, es gibt auch schlimme Einsätze. Ja. Ja, das ist so. Das ist auch ein ganz sensibles Thema und das ist auch... Ja, sehr schwierig eigentlich darüber zu reden. Man muss halt immer damit rechnen, dass wenn es heißt, es ist ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, dass eben auch diese Person tödlich verunglückt ist. Also mir ist da jetzt nur ein Einsatz im Kopf, der ist vor 2 Jahren passiert. Das war eigentlich wirklich sehr schlimm. Das war sonntags morgens 5 Uhr, das sind wir alarmiert worden mit dem Stichwort Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und wir sind auf der Anfahrt und haben dann unterwegs dann noch die Meldung bekommen, dass diese Person sehr wahrscheinlich verstorben ist. Und da ist es auch ganz still im Auto und da, denke ich, hat auch jeder mit sich selber genug zu tun. Und 2 Kameraden von uns, die eben versucht haben, diese Person noch zu reanimieren, das hat nicht funktioniert. Die haben das an den Notarzt dann übergeben und der war eigentlich schon tot. Das ist schon sehr schlimm. Also die Bilder verfolgen einem eigentlich ständig. Das Schlimmste für uns oder für mich war jetzt eigentlich, die beiden Kameraden da vorne zu sehen, dass an der Situation, beide haben Familienangehörige durch einen Verkehrsunfall verloren und mussten jetzt diese Situation eben meistern da vorne. Und ja, die stehen dann da, man ist einfach hilflos, dann muss man einfach zusammenstehen, sich mal in den Arm nehmen, einfach mal auch ohne Worte. Und ja, das ist sehr schwierig, damit umzugehen, wirklich sehr schwierig. Sie haben mir auch im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch Ihre eigene Art haben, dann auch solche Bilder wieder aus dem Kopf herauszukriegen oder damit zumindest umgehen zu können. Sie haben also eine gewisse Erdung. Ja, ja, also ich bete dann schon. Das ist mir schon sehr wichtig. Ne, das gibt mir dann schon Kraft. Jeder versucht, also ich denke, jeder hat so seine eigene Art, damit umzugehen mit so einem Einsatz. Für mich persönlich, ich habe nach diesem Einsatz Ruhe gebraucht. Ich war froh, als meine Familie sich dann irgendwelche Himmelsrichtungen zerstreut hat und ich alleine zu Hause war und einfach nur mit mir und meinen Gedanken alleine sein konnte und halt auch wirklich ja, gebetet habe. Ich habe an die Ellen gedacht, die vielleicht noch im Bett gelegen haben, gar nichts von dem Tod ihres Sohnes wussten und was da alles dranhängt und wie schnell so ein Leben ausgelöscht ist. Und da finde ich das schon für mich sehr wichtig zu beten. Gibt es von Seiten der Feuerwehr auch so etwas, ich sag mal jetzt so Maßnahmen der Psychohygiene oder sowas, haben Sie irgendeinen Beistand, der Ihnen dann auch hilft? Also es stehen Notfallseelsorger zur Verfügung und man hat natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das muss man dann einfach entsprechend ankündigen und dann bekommt man auch Hilfe. Für uns, denke ich, ist es aber am wichtigsten, erstmal mit den Kameraden darüber zu reden. Also es ist ja nicht so, dass wir nach dem Einsatz dann einfach auseinandergehen, sondern man setzt sich dann wirklich nochmal zusammen und versucht darüber zu reden, weil alle das Gleiche erlebt haben. Und das Einfache ist, mit den Personen zu reden, als vielleicht mit irgendjemand Fremdem dann darüber zu reden. Ne? Ich stelle mir das jetzt auch sehr schwierig vor. Also heute stand wieder in der Zeitung, ich glaube, ein 18-jähriges Mädchen ist bei einem Unfall umgekommen. Das lesen Sie vermutlich nochmal ganz anders als ein anderer Zeitungsleser, oder? Ja, man denkt natürlich dann gleich an die Kameraden, die dann eben an dem Unfall mit beteiligt waren oder mitgeholfen haben, das Mädchen vielleicht da aus dem Auto rauszuholen. Und es ist ja so,
Also bei dem Unfall damals war es so, dass dieser junge Mann, der verstorben war, eben noch 2 Stunden oder es waren sogar 3 Stunden dort gelegen hat, bis die Deka kommt und das alles den ganzen Unfallort absichert. Und das ist schon schwer, ne, so davor zu stehen, so hilflos, da einen jungen Menschen liegen zu sehen. Und dann denke ich halt auch immer, wenn ich sowas lese, kann ich das schon nachvollziehen, was die jetzt vielleicht gerade in dem Moment durchmachen oder wie es denen geht mit so einem Unfall, mit so einem Ausgang von so einem Unfall. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen würden solchen Situationen, wie Sie die freiwillig erleben und auf sich nehmen, am liebsten entfliehen. Warum machen Sie das? Was ist da dieser Ansporn, dass Sie sagen, nee, solchen Situationen darf man nicht entfliehen, denen möchte ich mich stellen, da möchte ich dabei sein, da möchte ich helfen. Also ich denke, das hat was mit Nächstenliebe zu tun, für mich zumindest. Und ich denke, das geht meinen Kameraden genauso, das ist einfach Nächstenliebe, weil ich denke immer, wenn jemand verunfallt ist, der möchte geholfen bekommen. Und wenn jemand die Sirene drückt und es kommt plötzlich niemand mehr, das wäre schlimm. Und deswegen finde ich Feuerwehr eigentlich sehr wichtig. Und viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was Feuerwehr bedeutet. Man liest das dann immer so, die Feuerwehr war vor Ort mit so und so vielen Leuten, aber was so dahinter steckt, Arbeit, Ausbildung, Fortbildung ständig, das wissen die wenigsten. Und ja. Sagen Sie es uns. Wie viel Zeit wenden Sie, können Sie das überschlagen, auf einen Monat, aufs Jahr gerechnet, wie viel Zeit verwenden Sie für dieses Ehrenamt? Und ich glaube, hier ist das Wort Ehrenamt tatsächlich angebracht. Ja, das kann ich so gar nicht sagen, wie viel Zeit das insgesamt ist. Auf jeden Fall treffen wir uns 2-mal im Monat zum Üben, zum Unterricht und zum Üben. Dann haben wir unsere Löschzwerge, was ich zusammen mit meiner Freundin mache. Also Kindergruppenarbeit. Die Kindergruppenarbeit, das ist 1-mal im Monat die Vorbereitung, Nachbereitung. Dann besuchen wir eben noch irgendwelche Fortbildung oder Lehrgänge oder wie das auch immer ist. Also da kommen schon etliche Stunden zusammen. Da geht schon einige Freizeit drauf. Und irgendwann stand mal in der Fulda-Zeitung ein Artikel überschrieben mit wir möchten ein bisschen mehr Respekt oder irgendwie so ähnlich. Was war der Grundgedanke hinter diesen Artikeln? Also der Artikel stand von meiner Kameradin Anne-Rose Bremer, die einfach nach einem Einsatz einkaufen gegangen ist, nachdem sie zu Hause alles stehen und liegen gelassen hat, noch keinen Plan gehabt hat. Ich erzähle das jetzt einfach mal so, was sie zu essen kocht und dann einfach einkaufen gegangen ist und ist dann angesprochen worden, du sag mal, was ist eigentlich passiert? Und nachdem sie das erzählt hat, hat derjenige gesagt, und was hast du dabei gemacht? So, du bist eine Frau, was suchst du bei der Feuerwehr, was kannst du da machen? Und das hat sie eigentlich schon sehr geärgert und es sind ja viele Situationen, die dann so kommen, wo man dann mal negatives Feedback bekommt und da hat sie sich einfach hingesetzt und hat einfach mal so einen Brief geschrieben und den hat sie dann an die Zeitung, an die Fuldaer Zeitung, der ist dann veröffentlicht worden. Einfach nur mal so, ja, Anerkennung. Wir wollen ja keinen Lohn haben für unsere Arbeit, die wir machen, aber so ein bisschen mehr Respekt vor der Arbeit, die eine freiwillige Feuerwehr macht, diese ganzen Stunden, diese 365 Tage im Jahr, die du einfach bereit bist, jederzeit zu helfen und aufs Tag ist oder Nacht oder. Und wenn du dann zu hören bekommst, muss das sein, dass nachts um 2 Uhr die Sirene geht und wir alle wach sind. Ja, ich bin auch wach. Ich kann mich aber im Gegensatz zu demjenigen nicht mehr rumdrehen. Ich gehe dann raus. Oder bei Regen, Wind, Wetter, egal. Und das sollte eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen mehr respektiert werden. Diese ganze Zeit, die wir in diese Arbeit stecken, einfach nur zum Dienst am Nächsten. Weil wir es einfach alle gern machen und weil es einfach schön ist, mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren, zu wissen, man hat helfen können. Und deswegen ja, ist das eigentlich so ein bisschen mehr Anerkennung, ein bisschen mehr Wertschätzung der Arbeit, die so eine freiwillige Feuerwehr macht. Ich weiß nicht, ob Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, dass Sie diese respektvolle Stille, die hier im Saal ist, auch so wahrnehmen. Ich glaube, Sie haben eine Lanze für die Freiwilligen. Ja, das hoffe ich. Und ganz entschieden dazu beigetragen, hoffe ich zumindest, dass also das, was Ihnen wirklich gebührt, nämlich allergrößter Respekt, Ihnen auch zuteil wird. Ich sage mal einfach, ich hoffe für viele, vielen, vielen Dank für Ihre ganz, ganz wichtige Arbeit. Dankeschön Frau Burkhardt. Dankeschön.